Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr alle wieder mit dabei seid und ich habe für euch heute die Glossybox Black Friday Limited Edition. Die gab es zu kaufen, ich glaube die kostet so 30, 35 Euro. Mit einem Glossy Rabatt war die für 25 Euro erhältlich, also knapp 25 Euro. Und dann kurz vor 8 abends gab es die dann für 15 Euro und da musste ich zuschlagen. Da konnte ich dann wirklich nicht widerstehen. Und ich habe sie dann wirklich bestellt, also kurz vorm 8. Also wie gesagt, für die Box habe ich dann nur noch 15 Euro bezahlt. Und jetzt schauen wir mal rein, was da so drin ist. Also ich habe wirklich noch nicht geschaut. Sie ist nagelneu verpackt, wie man sieht. Deckel, schönes Design, schön bunt. Und jetzt gucken wir mal. Die Black Friday Limited Edition. Ich gebe euch nochmal den QR-Code, den könnt ihr euch gerne in Screenshot machen, um zu schauen, die Preise, was es kostet. Und ja, da werde ich jetzt nicht nochmal direkt drauf eingehen, weil man kann sie auch sehen auf der Glossybox-Seite. Was mir natürlich gefällt, das Papier in so einem lila fließenden Übergang, gefällt mir auch sehr gut. Und schon mal der erste Blick. Ich freue mich. So, da habe ich einmal von Kneipp ein Cremebad. Nur eine Kleinigkeit. Kann man natürlich auch mal verschenken oder so. Mit Mandel, Tonka und Kokosöl. Ja, Mandel riecht immer sehr, sehr süßlich. Dann haben wir eine Hyaluroncreme von Barbour. So, 24 Stunden. Effekt hier mit, oh Gott, ich kann es gar nicht lesen. Oh Gott, ich kann es nicht lesen. Es tut mir wirklich leid. Aber wie gesagt, es ist eine Hyaluroncreme für viel Feuchtigkeit und soll 24 Stunden anhalten, die Feuchtigkeit. So, dann habe ich hier von Jungglück ein Vitamin C Serum. Tolle Verpackung, schöne Pappe. Oh, hier kann man das sogar ausschneiden. Guck mal, das ist was ganz Spezielles. Wahrscheinlich löst man damit das Serum raus. Ah, hier ist noch eine Beschreibung drin. Also, das kann man hier aufschneiden. Und hier drin, wenn ihr seht, ist noch eine Spezialbeschreibung wahrscheinlich drin. Oder Inhaltsstoffe. Genau. Genau. Ist natürlich toll. Wir haben 50 Milliliter mit so einer Pipette. Ist jetzt nicht immer so meins, aber es lässt sich damit gut dosieren. Aber auch mal dann den Rest. Aber es ist sehr flüssig und da kriegt man das raus. Weil ich habe manche Serien, wo man einen Pump zur Stäube hat und sowas. Und man kommt dann an den letzten Rest immer gar nicht ran. Oh, ist alles noch sehr, sehr kalt. Ich habe es gerade abgeholt von der Post. Ja, Vitamin C Serum. Dann haben wir hier noch einen Lippenstift. Ist das ein Lippenstift? Nude. Oh. 60s. Ich zeig's euch erstmal. Hier haben wir einen Stift. Ja, ein nudefarbener Lippenstift. So ein dicker. Ja. Die Jumbo Lipsticks gab es früher schon mal. Magnetic Lip Color. Eine Magnetic Lippenfarbe. So, ob das jetzt irgendeinen Special-Effekt auf den Lippen macht, kann ich gar nicht sagen, aber ich teste ihn nicht, weil ich den wahrscheinlich weiter verschenken werde. So, dann haben wir hier noch einen Eyeliner. Ich bin da mal überhaupt nicht begeistert von diesen Eyelinern, die so wie Stifte sind. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Den hat man schon mal drin gehabt. Es reicht halt einfach immer nur für ein Auge. Es ist so, es reicht nur für ein Auge. Ist zwar alles immer schön, hier so ein kleiner Stift, aber es reicht für ein Auge nur. Ist zwar gut, wenn man zwei hat, am besten drei. Ein für das Auge, ein für das. Und wenn der andere doch nicht ganz so malt, hat man dann noch einen dritten. Oh, von Catrice ein Super Bright Nagellack in Türkis. Ja, so ein Pullover habe ich auch, ja. Ist gar nicht mal so schlecht, also mit Nagellack kann ich echt handeln. Ich habe bestimmt 40 Flaschen noch unbenutzt, weil das alles so in den Boxen drin war. Ja, habe ich jede Menge.
So, we are blushing. Was haben wir denn da drin? Ah, ein kleiner Blush. Ja, sowas gefällt mir dann schon eher. Mit dieser Farbe. Gucken wir mal, den kann man so rausdrehen. Oha, schaut. Tolle Farbe, ja. Leichter Schimmer. So ein Creme-Blush, ja. Kann man dann immer noch ein bisschen verreiben. Ja, der gefällt mir sehr, sehr gut. Der wird wahrscheinlich mit in den Gebrauch von mir wandern. Dann haben wir hier von Rituals Happiness ein Duschgel. Wie gesagt, ich nehme dieses Duschmousse halt immer als Rasierschaum. Ich habe jetzt nur noch eins von Ritual und da bin ich froh, dass ich jetzt ein neues habe. Weil das kostet alleine, glaube ich, schon zwischen 15 und 20 Euro. So, und dann wird ja geschwärmt von diesen Kappa Eau de Toilette. Oder Eau de Parfumspray, 40 Milliliter. Das ist jetzt der absolute Renner. Es ist wohl in aller Munde. Und jetzt will ich mich wirklich von diesem Duft überzeugen. Eigentlich schon wegen dem Parfüm und wegen dem Duschmousse hat es mich eigentlich schon überzeugt. Die Hyaluroncreme ist auch in Ordnung. Das Cremebad ja. Nagellack und Eyeliner ist jetzt noch nicht meins. Aber trotzdem. Also für 15 Euro. Design ist natürlich echt super. Und jetzt bin ich gespannt. Oh, sprüht in die andere Richtung. Oh, Leute, es ist ein wie kann man den beschreiben? Speziell, er ist sehr speziell und erinnert mich ein bisschen an die Chisander-Düfte. So leicht pudrig. Nee, den kann ich nicht verschenken. Definitiv bekommt den nicht meine Tochter. Den behalte ich selber. Oh, wow. Wow. Und wie gesagt, die Parfüms hier von Kappa, die sind auch manchmal ein Angebot in der App. Wenn man da jetzt was kauft, dass man es dann noch günstiger bekommt, war es auf jeden Fall im November. Jetzt weiß ich nicht, ob es im Dezember auch so einen Rabattcode gibt, aber der ist wirklich wow. Also gefällt mir sehr gut, aber man muss wirklich wenig nehmen. Der ist sehr stark und betörend, aber wow, echt gut. So. Was hatten wir alles drin? Wir hatten dieses Eau de Parfumspray, wir hatten dieses Duschmousse, diesen Blush, einen Nagellack, den Liquid Eyeliner, dieses Serum, diesen Magnetic Lipstick, diese Hyaluron-Creme von Barbour und wir hatten dieses Kneippschaumbad. Also für 15 Euro mega Deal, sage ich mal. Okay, wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir ein Like, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!